Hey Leute, ich bin's, Michi. Oh. Boah, Richter der Geschworenen. 1 bis 8 Spieler, krasse Mission. Dann hau mal raus. Ja, kommt später. Moment. Das sieht so geil aus. Damit komme ich. Aber ich habe mir wieder die letzten Parts angeguckt. Wahrscheinlich. Ja, da warst du dabei. Also mit dem Typen hat sich alles geklärt. Dein ja. Facebook-Freund? Freunde. Ist auch mal so ein bisschen relativ. What's up, willkommen zu Let's Play GTA 5, Session 5. Das wird wahrscheinlich eine super tolle Folge, weil Session 5 ist und GTA 5 heißt, weißt du? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich wollte es nur gesagt haben. Achso. Ich muss mich ganz kurz mal hier umziehen und während ich hier am Umziehen bin, kann ich kurz mal... Also das ist jetzt wahrscheinlich die letzte Folge, wo wir unter uns alleine sind. Weil, ja, weil dann kommt Zuschauer. Genau, dann können wir es nämlich so machen, dass ab Session 6, wenn wir einen Termin haben, wo wir dann wissen, wann alle Zeit haben, dass wir dann, dass ich dann ein Video raushaue und sage, ey Leute, da nehmen wir auf und da könnt ihr dann mitmachen und dass ich euch dann alle einlade und dann mit 16 Leuten da durch GTA. Und wir hatten dann noch was vor, und zwar hatten wir uns schon überlegt, so eine Art Crew aufzumachen. Achso, ja. Ja, mal schon. Genau. Aber wir wussten jetzt noch nicht, welchen Namen, oder war das schon fest? Warte mal. Okay. Guck mal auf die Namen von uns. Ich glaube, wir haben schon eine. Welche denn? Alle sind drin, außer Angelo, der hat immer noch nicht die Anfragen angenommen. Ja, ach so, das... ja, B, C, N, U. Könnt ihr mal raten in den Kommentaren, was das heißen soll. Wer wird's wissen? Da kommt aber nur Scheiße dabei raus, sag ich dir jetzt schon. Boraki, Kretzer, Nico, Usa. Ja, ich werde zwar nicht in den kleinen Kürze drin. Oh Scheiße, jetzt habe ich andere Gründe, warum, aber... ihr wisst ja, dass ich denn immer dazu gehöre. Nicht mal immer die Kleinen. Wer ist Nico? Boah, ich schwöre, ich werde nie einem Clan joinen. Ey Bruder, willst du in dem Face-Clan? Ja sicher, warum nicht? Oh, die Typen sind die Besten, ey. Ja, habe ich auch schon von gehört. Selbst als nicht wirklich Online-Spieler, ey. Richtig am Abrocken, die Jungs. Irgendwie so richtige, durchgedingenste, ey. Also wenn du die triffst, kannst du offline gehen. Ja. Weil die snipen jeden weg. Ja, das, ja. Sind wahrscheinlich die übelsten, warte. Ja, die machen das jahrelang schon, ey. Das machen die ja schon seit MW1 oder so. Das sind wahrscheinlich die übelsten Sweatswinger, Alter. Ja. Ich denke mir auch mal Begriffe aus, genau wie Tryharder oder No Hand. Das und, ist so richtig dumm. Ich weiß einfach gar nicht, ob das schon sicher war, aber irgendwie wollten wir uns dann immer gegenseitig irgendwie einen Channel dafür aufmachen für den Clan und dann irgendwie uns immer gegenseitig erwähnen oder irgendwie sowas. Oder verlinken. War da nicht irgendwas? Ja, ich glaube schon. Also ich verlinke in immer. Video. Ja, du weißt, dass du verlinkst, aber Boraki ist dafür zu faul. Ja, ich muss da links immer eingehen, das dauert voll lange. Ja, kannst auch mit du kannst probieren. Das auch mit Bitly machen, dann ist erstens der Link kürzer, zweitens weniger. Ich habe vor 2 Wochen nicht mal gewusst, was das überhaupt ist. Bitly oder was? Genau. Ja, ich habe schon geregelt, wenn man Boraki D nach Bitly eingibt, dann kommt man auf deinen Kanal. Bevor irgendein Affe das noch glaubt. Was muss man da machen? Also. Check ich trotzdem nicht. Bitly, das ist einfach, du kannst Links nehmen, so wie du willst, und dann ist es einfach bit.ly/ und dann kannst du eingeben, was du willst. Also das kann auch relativ kurz sein. Das ist einfach nur Links verkürzen, sozusagen. Dann müsste ich ja Nico the Boss hinschreiben. Nur als Beispiel natürlich jetzt hier. Ich habe jetzt einfach mal Checker hingenommen. Ja, ich weiß. Ja. Aber na, ist auch egal. Die wissen ja sowieso, wer ich bin, ne? Wer ist denn das? Keine Ahnung. Irgendwie so ein Möchtegern oder so. Ja, so ein Schmacker. Also Beate hängt da unten am Hafen rum. Ja, ist eine Art Beate ungefähr. Wie Schmacker, das war's. Angelo hängt da irgendwo oben rum bei der Wüste, genauso wie Nico. Ja, ich mache ein bisschen Verfolgungsjagd. Achso. Ich pushe mein Auto erstmal hoch, was die Zeit macht. Boah, er pusht sein Auto hoch. Ich will ja nicht Ich will ja nicht spoilern oder so, aber wieso hat Beate eigentlich da so ein 1 Million Euro Edda in seiner Garage, da voll aufgetunt ist mit DMS Level 3, roter Reifenspuren und einem Nitro-Turbo-Ladung drin? Hast du uns gehackt oder warum weißt du das? Frag ich ihn mal ganz kurz, was das da soll. Wieso? Weißt du das? Hä? Ich hab keine Turbo-Ladung oder so. Das Tolle ist ja, im Social Club kann man die Garage von den anderen Leuten sehen. Und da kann man sehen, was für Autos der da drin hat und was der getunt hat und so. Echt jetzt? Ja, das ist so geil. Gleich mal Beate abgecheckt und zu was für Autos der da drin hat.
Ey, Boraki, ich hab grad 2000 Dollar für... Aber ich glaube, die Frage sollten wir den noch beantworten. Das wird sicherlich kommen. Darf ich in den Clan joinen? Ja, klar. Könnt ihr mich auch abonnieren? Das Geilste an diesem, das Geile an diesem Clan ist ja, dass man da andere Spieler irgendwie befördern können. Irgendwie erstmal so 10 und dann 20 oder irgendwie so, dass sich das immer regelmäßig erhöht. Da können alle rein, die in die Anfrage stehen, schreiben. Cool. Die sind dann Rekruten. Und für die sind es auf einmal 18.000. Juhu! Und die Leute, die halt immer alles voll korrekt sind und alles mitmachen und irgendwie nicht die totale Scheiße machen, wie zum Beispiel gleich hier auf dem Server landen und alle abknallen oder sowas, was wir ja sowieso gar nicht machen wollten. Aber das sage ich dann im Ankündigungsvideo nochmal. So wie Beate zum Beispiel, muss ich mal einen Hustensaft da reinziehen. 3 Liter Beate stark gerne Leute ab. Und dann sind es erstmal Rekruten und die Leute, die sich halt bewiesen haben, werden dann... Wenn man Tomatensaft nicht bezahlen kann, ich steht das voll auf Tomatensaft. Ja, red dich nicht raus. Eine Knöte, die Leute einfach... Alter, komm ich nicht hier hoch, ich kann nicht durch Brückenbräuchern. Was ist denn los mit dir? Nein, ich will nicht die Polizei rammen, dann habe ich wieder Sterne. Und Beat hat eine Überraschung auf Lager, was uns nicht so gefallen wird, hat er gesagt. Hat er mir auch schon erzählt. Also. Oh ja. Und das war, was war auf jeden Fall, was ich nochmal sagen wollte, ist, für die Zuschauer, die zum Beispiel sich mit dem Editor auskennen und eigene Strecken bauen können, ruhig her damit, die können uns die mal gehen, dass wir die mal spielen können und dann Let's Playen können. Ja, die kriegen wir nämlich dann auch ran. Die werden wir nämlich auch verlinken, damit dann andere von euch die mal selber zocken können. Der ist noch vor deinem Haus oder deiner Garage, oder? Wäre auch mal eine Idee, dass einer mal so ein Worst aufmacht, weißt du, so die schlechtesten Szenen von allen. Ja, also unser ganzes Video. Nee, Best-of ist ja schon schwer genug, Alter. Ey, 5 Stunden für ein Video rumschnipseln, das ist schrecklich. Ach ja, stimmt, ich hab's mir immer noch nicht angeschaut. Ja, mach bitte mal. Da steckt so viel Mühe drin. Nein, das glaub ich dir gern. Was machen wir denn jetzt erstmal? Vor allen Dingen, er schreibt dann in die Kommentare. Nee, das war glaube ich bei deinem Video vom Best of Season 4 im Auto bei 16 Minuten 41 oder so. Du kannst mir ja mal einen auf der Rampe kommen. Steht. Wieso kommt er mit Monster Truck an? Nö, ich kann Monster Truck. Oh, der ist bis lahm, diese scheiß Karriere. Oh, da in die Luft. Panzer. Ja, soll ich eine Mission jetzt schicken hier, diese 1 bis 8 Mission von Martin? Du sollst jetzt erstmal angucken. Können wir auch später machen, deine Gurke. Nee, ich behalte dich die ganze Weg umsonst ein. Das wäre genug. Dann versammeln wir uns erstmal als zu alle Beate, um zu gucken, was der da für ein Scheiß jetzt hat. Nee, in die Nähe von dem begebe ich mich nicht nochmal. Ich weiß, was der macht, Alter. Nee, das mache ich später. So ein bisschen den Zaun abreißen, wir wollen ja ein bisschen Geld sparen hier. Welchen Zaun? Da ist doch schon keiner mehr. Alter, ich nehme sogar die Ampeln beim Durchfahren. Da. Ja, so habe ich mich heute in der Fahrschule auch gefühlt. Ja, ist hart gewesen. Ich werde ein bisschen abreißen, weil wir müssen noch. Oh, what the fuck? Oh Junge, das. Alter, wo seid ihr denn da oben am Arsch der Welt? Ey, das kommt schon als Best-of rein. Ja, das mit dem Zaun, das hatte ich eh gerade schon im Visier. Das kommt auf jeden Fall mit rein. Gestern ich so eine theoretische Fahrschulprüfung. Ich denke mir so, oh Scheiße, die geht voll in die Hose, ne? Da gibt er mir so einen Zettel, ne? Ja, 0 Fehlerpunkte. Ich guck den so an, denk so, wollen sie mich jetzt verarschen? Ich hab ohne Scheiß so alle 30 richtig gehabt. Und dann so, die wurden verarscht. Ja genau, ich dachte auch so, oh, das Programm hat den Fehler, das hat nicht richtig gerechnet. Also ach, hier sind die richtigen, 38. Also entweder ist meine Karre scheiße oder ich hab hier ein Delay drin. Was hattest du jetzt? Theorie, ne? Ja. Aber Praxis ist immer noch ein Albtraum hier, so wenden sie mal, rückwärts irgendwo reinfahren und dann wieder raus. Ey, das macht ja besonders viel Spaß. Ja, ich fange mir das im halben Jahr. Du musst mal deinen Fahrlehrer fragen, hey, spielt's eigentlich GTA 5? Nee, der hält nicht so viel von Gaming-Videos, aber ich hab den schon. Ja, umso besser! YouTube machen so einen Scheiß halt. Also hier in GTA 5 war es auf jeden Fall nicht in der Schule. Ja. Was Fahren betrifft. Fährt er wieder dagegen oder was? Ja, der DMC? So. Ja. Warum machst du jetzt von mir ab? Ich fahr zu den anderen Typen da oben. Ja, das ist rot. Ich es ist grün, geil. Jetzt kann der mich irgendwann umbringen. Ich werde mit dem Teil aber nicht ankommen da hinten. Warum nicht? Ja, weil der erstens 40-10 km/h fährt, zweitens komme ich durch die Brücken durch. Nee, das war nichts Besonderes. Du kommst damit nicht durch die Brücke durch? Nein! Ich nehme die ganzen Ampeln hier mit. Ey, Nico, es ist doch illegal, wenn was man... Was fährt der da? Es ist doch illegal, wenn man auf der Straße fährt, ne? Man sitzt am Steuer und überfährt irgendwen, ne?
Eigentlich ja. Was ist denn, wenn man auf den zufährt mit einem Affenzahn und dann steigt man einfach aus, lässt das Auto weiterrollen? Ist das nicht dann irgendwie legal? Weil man bringt also ihn ja nicht um, das war ja das Auto, das war ein Gegner. Lass uns gleich mal alle zu Werde fahren, ich komm auch gleich, ich muss kurz was holen. Scheiße. Ich scheiße jetzt hier aus. Aber diese AAP-Pistole, die auch immer Buraki nimmt für irgendwelche Missionen, die ist ja voll geil. Ach, wirklich? Ja. Es macht ordentlich Damage, ey. Ich glaube, die AP-Pistole, das ist ungefähr genau dasselbe wie die G18, ne? Oder MP7. Glock 18. Ja, MP7 ist relativ. Das ist ja so eine Knarre mit Automatik-Magazin. Ja, ist auch okay. Geiles Teil auf jeden Fall. Wo sind die zwei Gesichtsgurken denn? Aua. Guck auf die Karte, fahr mal zu Beate. Das ist der grüne Punkt neuerdings. Beate, wo ist der denn? Oh, voll gegen Baum. Alter, da ist der Hangman. Der hängt da unten irgendwo rum. Da unten ist gut. Fahr mal vor, Lady. Auf jeden Fall, ich hab nicht das richtige Rambock-Auge. Bei mir ein Totenkopf. Lol. Ich glaube, es wäre auch mal eine ganz gute Idee. Okay. Ich war. 5000 auf Ketter? Ja, hat das gut geguckt. Hat mich denn da gerade abgeknallt? Ist doch egal, ich war gerade im Menü und hab nach dem Usa gesucht. Hat immer noch einen Totenkopf. Schnapp ihn! Nein. Du hast immer noch einen Totenkopf. Nee, okay, knall mich kurz mal ab. Nein, lass mich ihn abknallen. Ja, ich ist doch scheißegal. Ich hab kein Geld. Nee, noch. Ich hab keinen Bock, die ganze Zeit mit Beute hier rumzurennen, das ist doch scheiße. Dann lieber vorher wissen, wenn man abgeknallt wird und nicht einfach so, weißt du? Ey, da steht ein Sanitar. Ich hab auch ein bisschen gelevelt, wie man sehen kann, also ein bisschen. Ja, olle Hacker. Junge, alter, krasse BMW, ey, den muss ich mir erstmal schnappen, Junge. Da. Ist der Verkehr hier, weil. Das Auto hier. Hier steht kein Bulle. Und was habt ihr eigentlich in der Story gemacht? Habt ihr die anderen umgebracht oder habt ihr die leben lassen? Bitte, ich hab's noch gar nicht durchgespielt. Ich auch nicht. Was labert der da? Alter, was ist los mit euch? Die Story nicht spielen? Ich meine, bei COD kann man es ja verstehen, aber bei GTA. Ich interessiert an die Story, gespielt, Alter, Online-Modus. Ich hab nach dem Friedhof aufgehört. Ich auch. Ja, genau. Ey, was ist los hier, Alter? Man ist schon Außenseiter, wenn man die Kampagne durchgezogen Trapper hat. Trapper das rausfindet. Ist ja schrecklich. Ja, wo man doch dann, wo Trevor abhaut, dann nicht die scheiß Idioten abwehren muss am Friedhof, oder? Ja, da wo er sich mit, nicht Mason, sondern, sag schnell. Michael, im Streit befindet. Michael Jackson. Ja, genau, Michael Jackson. Gibt's ja auch in echt, das ist ja das Coole. Da hab ich ein YouTube-Video gesehen, wo sie... Das ist die Playboy Mansion immer noch. Sehen fast identisch aus. Ich besuche jetzt mal Beate, um zu gucken, was er da macht. Warum mit einem Hubschrauber? Ist ja voll langweilig. Da, meinst du, ich fahre jetzt zum Auto zu dir hin, oder was? Ja. Was? Hubschrauber? Ja. Hubschrauber? Hubschrauber. Worterfindung. Alter, was schlenkt? Yo, das ist eigentlich die Idee, wenn einer bei COD eine Killstreak hat und mit einem Hubschrauber ankommt, oder Heli. Ne, dann einfach so ein Hubschrauber. Oh, müssen wir mal bringen, ohne Scheiße. Ja. Komm her. Eine recht stürmische Nacht ist das hier. Ja, du kennst dich da ja aus. Ich hab ein Bullenauto und keinen Stern bekommen. Das ist irgendwie komisch. Erstmal demnächst fett YouTube-Money auszahlen lassen, die ersten 70 Euro. Yeah! Das ist ein geiler Rambock-Auto. Fick der Scheiße, das hat 2,5 Jahre gedauert. Können wir nicht mal Rambock spielen? Verpartnern lassen oder was? Cool. Ja klar, schon vor keine Ahnung wie lange. Aber jetzt was wir unbedingt noch machen wollen, weil das ja jetzt hier die letzte Aufnahmesession für uns ist, nochmal die Geister-Tussi, die da beim Mount Chiliad, beim Mount Gordo rumrennt, einmal anzuklotzen. Gibt's die denn online überhaupt? Ja. Ich glaub schon, ja. Eigentlich ja. Ich hab die bis jetzt immer noch nie gesehen, darum will ich das endlich mal machen. Also die Militärautos gibt's ja auch in online. Achso, ja. Irgendwo da spawnen. Ah, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es die Playboy Mansion gibt mit den nackten Titten. Das gab's ja auch im Singleplayer. Seht ihr, was ihr verpasst habt? Das habt ihr. Ach, ein Kipplaster hat er sich da besorgt. Da laufen überall Frauen mit nackten Titten rum und das habt ihr. Ey, kann ich auf deiner Ladefläche landen? Na schon mal. Ich hab jedenfalls breit genug. Also ich war bei der Flugschule, ja, ich hab's gelernt, ich hab da Silber geschafft. Aber schön großes Teil, oder? Das Ding sieht beim Rutschpartie. Och, ich nehme jetzt einfach mal die Abkürzung durch den Erdkern. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Willkommen auf der anderen Seite von der Erde. Oh, nee, ich grab mich wieder durch. Oh yeah. Jetzt kannst du fahren. Ah, scheiße, wieso geht das nicht?
Wie viele Abos hattest du denn dich verpartnern lassen ungefähr? Ich glaube mit 200 oder so. Das war da aber noch nicht alles. Mit deinem scheiß Berg. Du kannst monetarisierungspartner ab 0 Abos werden. Du bist leider uneben, darum geht das nicht. Ach, du musst monetarisieren oder so. Was wollen die Bullen da eigentlich von dir? Der Partner ist immer relativ, ne? Guck mal, ich mach nichts, der Auto steht immer mehr im PC-Loop, chill weg. Also du musst nur monetarisieren, auf deinen Videos aktivieren und dann schwuppdiwupp. Alter, ja, der Kipplaster sieht auf dem Bild übelst klein aus, Alter. Du musst ein Bankkonto haben, musst das halt mit AdSense verbinden, das habe ich jetzt auch machen lassen, wurde bestätigt. Problem ist allerdings, ich weiß nicht, wie das mit Steuern aussieht. Mit was verbinden lassen? Also mit Konto habe ich noch zu... Mit deinem Bankkonto musst du das verbinden. Google AdSense musst du mit YouTube verbinden und Google AdSense dann wiederum... Alter, ist doch blind. Mit deinem Bankkonto, das ist... Ich muss mir noch so ein extra Google-Dings holen, aber... Wieso kann ich keine Granaten hier aus dem Fenster werfen? Das ist doch scheiße. Kannst du mir ja mal schicken. Ja, können wir machen. Aber ohne Scheiße, die ersten 70 Euro, das wäre geil, ey. Ich will die Bullen von dir fernhalten, nicht dein scheiß Laster abknallen. Ich meine, stell dir mal vor, du kannst einfach mal 35 machen, kannst irgendwo hinfahren, richtig schön weit weg oder so, ne? Ich bin doch schon clean. Achso. Ein kleiner Nebendienst. Und was ist das für eine Spritze, die da bei dir im Arm liegt? 500 bis 600 Euro und dann nochmal 70 Euro dazu, ist doch cool. Ach. Ich hab das so meiner Oma erzählt. Du bist clean und da stehen Drogen. Womit hast du deine 70 Euro verdient? Mit Videos im Internet? Was ist denn das überhaupt? Das ist auch so geil. YouTube? Nee, hab ich noch nie was von gehört. So. Aber die Bank wird eigentlich ganz bleiben, aber. Okay. Mich haben sie jetzt auch wieder vor kurzem richtig auf eine Schippe genommen, die von YouTube. Du weißt ja, oberflächlich und so, ne? Die sind ja nicht so unbedingt. Dass YouTube die auch löscht alles ja immer noch inaktive Abonnenten, ne? Ja, das ist jetzt nicht mal mein großes Problem. Ich habe ja hier. Ja. Ich hatte immer 145, jetzt auf einmal sind es wieder 148. Ja, oder was bei mir auch mal war, ich hatte ein Video hochgeladen, nach einem Tag 69 Aufrufe, auf einmal, zwei Stunden später stand da 30. Ihr habt eine SMS bekommen. Dachte ich mir auch so, 30? Da stand doch gerade noch 69. Und wie findest du mein Kipplaster? Ja, total toll. Ah, YouTube ja, ist aber so ein Thema. Wenn man nächstes Mal frei spielt, kommt meine Geheimwaffe. Einen Wagen. Ich denke, das ist deine Geheimwaffe. Checker, kommt es auch rein? Mission. Achso. Kann man Spiel sparen. Ich denke mal, aber wenn du denn trotzdem mehr Abonnenten hast, dann fällt es doch nicht mehr so auf, dass da mal welche weg sind. Was? Ja, ist auch einfach so, dass... Wenn Geschworene nicht ehrlich sind... Das Rechtssystem geht unter, wenn Geschworene nicht ehrlich sind. Wir haben die 12 Mitglieder einer Jury bestochen, um einen Schuldspruch zu bezwingen. Mein Konkurrent muss ihnen für einen Freispruch mehr geboten haben, aber sie haben mein Geld genommen. Dafür müssen sie bezahlen. Schalten sie... Buraki. Rasch aus, sonst kommen die Cops auf die Schliche, was? Da steht, eine Bombe kaufen $600, ey. Ich dachte, Jihad spielen wäre so günstig. Man braucht doch nur eine Granate dafür. Oder Zündung. Scheiß. Ich hab allerdings jetzt... Kennt ihr das beide? Problem, dass wenn ihr was vorlegt... 54 oder so? Das ist auf einmal Level 74, ey, vor der Hacker hier. Du hast eine Bombe und einen Fernzünder und schnallst du die auf den Rücken, wenn du zündest. Der Buraki überholt vom Level her noch den Beate. Nein, nix spoilern hier, das soll ein Geheimnis bleiben. Ach so, alles klar. Okay. Habt ihr nicht gehört, Leute? Da kommt so ein Piep. Ich jogge ja auch kaum. Geht mal weg vom meinen Wagen, was wollt denn ihr? Dann fahr ich halt mit. Warte mal ganz kurz. Muss das jetzt noch aktivieren. Kein Bock zu fahren. Nee, Wichser ist es bestimmt. Warum kann ich nicht in einen Karre einsteigen? Alter, was müssen wir denn hier alles abknallen? Jetzt. Das ist ein Millionen Ziel auf meinem Radar. Hab ich jeder. Wir müssen nur die Geschworenen erledigen. Guck mal, ich lauf dann mal dahin. Wirtschaftswissen, ne? Wer denn? Angelo. Ja, klar. Aber du wirst mir ja nicht deswegen angezeigt, deswegen mein GTA, den kenne ich nicht als Freund. Nö. Ach so, ja. So realistisch wie YouTube, weißt du? LOL, wie viele Ziele sind das denn? Behindert. Krass. Warum löschen die dir deine Abonnenten, die du dir so hart erkämpft hast, sage ich jetzt mal? Ja, Leute, wo fahrt ihr eigentlich hin gerade? Es sollte eine Regelung geben. Ab 100.000 Abos machen die das, aber nicht darunter. Das ist einfach nur schädlich. Also selbst wenn du 20.000 Abos hast, das ist einfach ein Schaden, wenn du dann auf einmal hier irgendwie 20, 30 einstecken musst. Das geht nicht. Manche brauchen Tage. Das wollte ich mal machen, aber. Ey, da ist der erste Geschworene. Nicht mal so weit weg. Ich dachte, du wärst Dungeon gewesen. Nee, der ist schon. Auf jeden Fall, beste ist ja noch, wenn du da eine Review vom KZ-Manager machst, um dich über Rassismus lustig zu machen. Und wie scheiße du das eigentlich findest, guck mal, ne? Der da Turbo drin. Was ist die Sperrnis? Genau aus dem Grund. Viel zu rassistisch, das Video geht gar nicht. Ja, genau, du regst dich über Rassismus auf und dein Video wird wegen Rassismus. Trotzdem nicht, ey. Auch sinnvoll. Ich hab keinen Turbo.
Ja, erster Geschworener erledigt. Wohl eher verarschen, Alter. Stand ihr auf der Straße rum, oder was? Warum kommt ihr alle hier lang? Ist doch scheiße. Ich wollte ihn töten, du Penner. Wollten wir den nicht alle töten? Nein, das war mein Kill! Ihr verdammten Penner, da wollten wir alle meine Kills klauen, meine Mission schlecht bewerten. Aber du bist doch der DMC unter einer Brücke rumhängen, Mann. Sorry. Das ist privat. Sorry, ich mach zu viele Witze über Namen. Gib Gas hier! Finden wir jetzt aber auch nicht in Ordnung, dass du da auch... Was ist das denn nur für ein Auto? Ist das denn ein Massacro oder wie heißt? Ich bin Massacro. Was ist dein Header oder was ist das? Hier rein. Du kannst doch Beate nicht einfach verarschen, der hat noch niemand was getan. Nee, überhaupt nicht. Ich sag Feuerwehrauto. Zwei Unwahrheiten. Oh, sein Feuerwehrauto. Ich hab dein Auto kurz mal besser geparkt. Polizeiautos in Ostdeutschland. Tate. Oh. Ey, wir müssen einfach nur irgendwelche unbewaffneten Leute abschießen. Was ist denn das für eine Mission? Das ist ja fast echt, wieder Zombie-Bot. Unbewaffnet? Ja, also, gerade habe ich eine unbewaffnete Frau abgeknallt. Oh, sehr schön. Ey, das sind Geschworene, ne? Ich vergesse, die wissen davon eigentlich gar nicht, dass wir die jagen. Nicht? Ne, die haben doch nur ausgesagt wie ein Penner und deswegen. Ja, aber dann will ich jetzt auch mal einen töten. Moment, wo fahre ich denn dann mal hin? Ach, die ist in dem Bus, diese verdammte Entschuldigung. Ich folge erst hier. Ey, wie cool die Play sie ist, die hat einen automatischen Wortfehler. Ey, wie geil ist das denn, das Transitbus? Falsche Abbiegung. Weil die Beschleunigung von dem Auto so behindert. Meine auch. Die Typen sind voll schnell, wenn du sie triffst, ne? Die fahren erstmal so langsam und dann auf einmal extrem schnell. Meine auch. Ey, er fährt jetzt zum Flughafen. Jagst du ein? Naja. Der fährt jetzt bestimmt einmal rum und wartet auf einfach auf der anderen Seite. Hier ist, hier ist so ein Waschlappen irgendwo. Der Polizist? Oh, woher soll ich denn wissen, wer von denen der Geschworene ist, Alter? Die rennen ja in alle Richtungen. Ey, was macht ein Bulle hier? Gerade war erstmal so ein Bus unterwegs, ne? Erstmal Busfahrer in den Kopf geschossen, direkt. Ach, jetzt biegt der auch noch um, der Frechter. Ey, du Penner, das war mein Kill. Ich will auch überfahren. Ach ja, jetzt rammt mich der scheiß Bulle oder was? Und jetzt bekomme ich einen Stern. Alter, deine Karre ist zu langsam. Stern, der diese scheiß Bullen schießen auf mich, wenn ich jetzt hier stehen bleibe. Der flieht. Ach, der ist oben lang gefahren. Oh. Ey, was ja! Ich komm weiter, ich hab drei Sterne, Alter. Du hast drei? Ja, voll. Ich hab zwei, dann hau ich mal ganz schnell ab hier. Ich hab noch gar keinen. Boah, Junge, wie geil dieser Geschworene ist, ey. Ich ziel schon auf seinen Kopf, ne? Und der steigt in den Auto, dann muss ich nur noch abdrücken. Ja, hier sind überall Bullen, Alter, hier sind überall Bullen. Ja, die Polizei will uns. Sind aber auch die einzigen. Das ist eine traurige. Ups, sagt er! Jetzt sind wir beide hier unten. Ich komme ein bisschen, ey, wir müssen auf der anderen Seite gekommen. Ja, bloß weg, ey, wie scheiß Bullen werden wir hier einfach nicht los, ne? Nö, drei Sterne, Alter. Ja, du drei, ich zwei, also. Ja, weil ich in einen Typen umbau. Alter, das macht die Polizei. Oh, ich hab die kurz mal hochgehoben. Ich bin die Polizei sind geflogen, hast du gesehen, Alter? Wo geht er? Ah, dieses Geräusch wieder, wo du da den dreifachen Salto gemacht hast an der einen Klippe, ich weiß noch. Ah ja. Ah, du hast einen Edda, klar. Ja, das, ich finde dieser Edda, ne, der sieht so scheiße aus. Alter! In dem Spiel. Oh, da könntest du nicht mal glauben, die sind ja alle so schnell am Fahren. Weil das ist irgendwie, weiß nicht, ich hasse die Form von dem Wagen total irgendwie. Form ist auch scheiße, der ist schnell. Ja, schnell, aber das sieht scheiße aus. Wagen sieht aus wie eine gummibereifte Kasper-Puppenbude, weißt du? Wuhu! Ah, er gibt mir erstmal Anschwung, der Typ. Ich weiß gar nicht, ob der auf dem Schiff jetzt tot war, aber. Alter, du leckst übelst, weißt du das? Was? Du leckst voll rum, Alter. Du teleportierst dich voll teilweise. Voll geil. Hat er sich von mir abgeguckt? Ich sag nur erster Part. Ah! Jetzt springst du hier rum, Alter! Blub, blub! Das ist ein schlechter Horst. Horst. Juhui! Denk daran, du bist der Horst. Sag mal, kennt ihr das auch so? Upsala! Denkt, morgens ist es richtig kalt
Und dann so, wenn ihr dann so nachmittags dann Schluss habt, wenn ihr Feierabend habt, und dann so auf einmal so echt kleblich, alles so der Pulli klebt, ihr seid so richtig durchschwitzt, ey, ich hasse das. Ja. Ja, erstmal durch. Das war heute auch wieder, obwohl es gar nicht so extrem warm war. Ich glaube, es sind 24 Grad jetzt draußen. Das war krass. Also mir vielleicht so 19, 20 oder so. Ja los, der LKW, der soll mich mal mitnehmen. Ich hätte nie gedacht, dass es im September nochmal so warm wird. Ja, bei uns sind die Jahreszeiten auch ein bisschen umgedreht in Deutschland. Die auserwählt. Was heißt eigentlich umgedreht? Hattest du schon mal einen Sommer in Deutschland erlebt? So richtig? Ich will da runterfliegen! Ja! 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 Juhu! Der Arsch. Ich glaub, wie geil, Alter! Ich bin losgeworden! Von der Brücke runtergefallen, wie geil! Wir wollen jetzt da, wo die WM 2014, ein echtes Sommermärchen. Was für ein Sommermärchen? Wir hatten dieses Jahr gar keinen Sommer. Ach, hier ist das Labyrinth. Ich glaube, die Mission hängt von euch beiden ab, ne? Pass auf, Checker, lass mal so machen. Checker, nee, wir so schlagen machen, uns die ganze Zeit hier rum irgendwie. Seite. Und wenn der fliehen will, dann ja, knallt der andere ab. Ich bin jetzt gerade in diesem Labyrinth drin, was man auch als Mission hat. Hatten? Ja, das ist so ein Labyrinth, da hast du dann verschiedene Waffen und dann die meisten kommen eben halt mit Shotgun an. Ja, die scheiß Bots mit ihren scheiß Shotguns, die ringen so auf. Die kommen um die Ecke, bumm, bist in einer Nanosekunde tot. Ist er tot? Nein. Ich hab die Bullen jetzt abgehängt. Aber es war lustig. Wie war? Ja, der Brückensturz war toll. Ja, leider. Dieser Hurenknecht ist doch irgendwo hier oben, dieser Mistkind. Springen wir hier hoch? Dieser Mistkind, wollte ich schon sagen. Außer, dass mein Auto nicht mehr lange lebt. Warum bist du denn in dem Labyrinth drin? Wenn man die Karte groß macht, dann ist... Achso. Das war wohl für den Arsch, ne? Du warst da oben? Oder wo bist du? Ach, du hast ihn abgeknallt, gut, dann ist ja alles in Ordnung. Ach, du bist hier oben? Ey, die bauen sogar Straßensperren. Das lohnt sich jetzt aber mal voll nicht, nochmal zurückzufahren. Egal. Egal, YOLO. Oha. Oh, Mensch, steht mir nicht im Weg. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, das macht über dich. Oh nein, unser Teamleben ist weg. Ja, ich werd grad angeschrieben. Na, du Sack. Toll, ey, kaum ist man auf der Playstation wieder online, wird man schon wieder beleidigt, ey. Du bist auch nur online, wenn wir zocken, ne? Ja, ist doch wirklich so. Die Playstation steht nur noch. Will die einer von euch haben? Zweimal gleichzeitig zocken, weißt du? Nee, danke eigentlich. Ich hab einen. Aber mein Charakter hat auch eine Zebrahose auf Lager. Hab schon gesehen. Du musst nicht mal was dafür bezahlen. Das ist ja schlimm. Wie ich überlebe den Sprung. Ey, guck mal, wer online ist. Lollinator. Ich schaff den Sprung. Die können ja alle mitmachen in Session 6. Genau. Ja. Oder wie Session 6? Wir zocken immer noch GTA. Guck, ich hab's überlebt. Was ist denn das Besondere in der nächsten Season? Dass die mitmachen dürfen. Wer? Na, die Zuschauer, wer sonst? Welche Zuschauer? Welche Zuschauer? Das ist relativ, also. Angeguckt! Nein, nicht geguckt! Nein, die wollte ich gar nicht! Nein! Warum sind jetzt die Bullen hinter mir her? Weil Beate da hängt. Nee, User, wegen. Nicht User, sorry. Ja. Fick dich doch. Wegen, Hacker bestimmt noch. Weißt du was? Oh, ich schwöre, Junge, 1000 Abo-Special nach 3 Wochen keinen einzigen Aufruf. Ach nee, stimmt, ich hab das noch nicht. 800 oder so, ne? Ja, so in Richtung. Ja, bei mir bleibt es bei 148. Wolltest du was machen? Grad stehen. Ja. Hä, wieso? Ja, weiß ich doch nicht. Ich glaube, du wolltest mich rammen, aber hast nicht getroffen. Der Trick ist einfach, wenn man irgendwie... Ach, jetzt kommt die scheiß Bullen schon wieder an, oder was? Kann doch nicht wahr sein. Bei mir sind nicht so viele aktiv. Ich habe zwar Abonnenten, aber... Ja, bei mir auch. Aber der Trick ist einfach, wenn du irgendwo mitmachst, dann sag ich jetzt mal ganz offen... Ey, ich habe ein Zivilauto, was willst du von mir? Sag einfach, ich mache auch YouTube-Videos, aber nichts mehr. Einfach nur dabei bleiben, die Leute damit nicht nerven. Und die Leute, die sich für dich interessieren oder die dich... Das habe ich schon öfters gemacht. Ich dachte, das wäre ein Gastank, leider. Ja, leider war es doch nicht der Fall. Das habe ich schon öfters getan. Sind die Bullen auch hinter dir her? Ja, natürlich immer noch. Die ganze Zeit schon. Hier so, ja, schaut mal bei mir vorbei, ey, dann kannst du dich direkt erhängen gehen. Das will einfach keiner mehr hören. Was ich dann immer mache, gehen? Ist so ein paar Clips so für andere YouTuber schicken, halt auch ein Unterstützung. Alter, warum ist da kein Gast drin, Mann? Weil du Gas so geben musst. Also da ist, da weil ich kein Gas, weil ich kein Gastgeber bin. Gastgeber. Na Nico, ich hab mir das einfach mit den Best-Offs überlegt, weil, naja, ich nehm nicht auf bei der Session. So nein, hier wollte ich gar nicht hin! Deswegen mach ich das. Irgendwie wollte ich auch Anteil nehmen, deswegen. Das Problem ist... Ich hab mir mal dein Haarstyling-Video angeguckt, oh, das war so geil.
danke. Es wird auch hart gefeiert von ein paar Kollegen. Ja, also. Weißt du, das Geilste ist, das juckt mich nicht, das ist nicht mein Auto, also. Kann von mir aus kaputt gehen. Aber dein Auto, wenn das kaputt geht, das ist schön dann. Ja, das habe ich eigentlich, das ist einfach nur eine Parodie auf diese ganzen Beauty-Kanäle, weil das Traurige ist, das war eine Parodie, aber die meinte ich nicht so drauf. Naja, die sagen dann meistens, wie schwul ist denn der Typ? Ja, genau. Genau, ramm ein Auto da. Ich muss echt sagen, wenn ich mal Kommentare hab, dann sind's wirklich auch Leute, die was im Kopf haben. Nicht so Leute, die schreiben, boah, bist du eine Schwuchtel oder so. Also ja, viele Bullen fahren hier rum, Wahnsinn. Ja. Hast du ja meistens schon gesehen. Das ist echt so, ey, guck mal hier bei iBlali oder so. Noch fährt es, noch fährt das Auto. Das ist eine Motivation. Ja. Oder bei White City, ey, wenn du da die Kommentare liest oder Danny Burnage, okay. Ja, jetzt hält mich der Bulle auf! Extrembeispiel, aber trotzdem. Ey, die Kommentare, ne? Solche Zuschauer willst du gar nicht haben. Da bleibst du lieber bei deinen kleinen Abo. Eigentlich nicht, ey. Nee. Okay, das wird wieder nicht in Ordnung. Er kriegt dich nicht rein, ja!